Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zu einem wunderbaren neuen Format. Eigentlich ist es dasselbe Format wie immer, der Dicke und ich spielen. Aber wir haben uns einen Namen überlegt. Dicky, möchtest du diesen Namen einmal kundtun? Match Massacre. Match Massacre. Und es gibt aber noch eine weitere Besonderheit dazu. Und zwar ist es möglich, dass wir jetzt anfangen, mit Community-Leuten zusammenzuspielen. Das heißt also, das Format Match Massacre bedeutet gleichzeitig, dass wir nicht mehr nur dauerhaft zu zweit sind, sondern dass es vielleicht auch passieren kann, dass wir weitere Zuschauer oder andere Streamer mit hereinnehmen und vielleicht auch Spiele spielen, die man zum Beispiel zu 64 spielen kann. Ne? Das haben wir uns überlegt. Link und Beschreibung findet ihr nachher weiter unten in den YouTube-Kommentar, Informationsbereich. Nicht in den Kommentaren. So. In den YouTube-Kommentar-Informationsbereich. Sehr interessant. Ja, genau. Den Infobereich. So, wir machen. Boah, ich bin heute argumentativ mal voll im Arsch. Dann lesen Sie doch mal den Namen der Welt vor. Die Grotte. Was? Weiter unten. Achtung, zerbrechlich. Genau, wir spielen das Level 405. Pff, Achtung, zerbrechlich. Sehr schön. Oh Gott, wir müssen uns erstmal einspielen, ne? Ja, und wir sind gleich direkt in super schweren Leveln. Ach, guck mal, mein Hut bleibt gleich groß. Mein Schleifer auch. Warte mal gucken. Oh, nee, nee. Ihr werft mich doch mal hier oben hin. Oh, das sind Punkte. Ja. Ist doch viel lustiger. Bevor du mich gleich wieder tausendfach tötest. Und das letzte Mal hast du mich aber auch zur Weißglut getrieben, ne? Hab ich gar nicht. Also ich finde schon. Oh, da ist ein Laser. Ich glaube, das haut so schon mal gar nicht hin. Hi, Deathscorpion. Alles fit? Nein, hör auf, mich zu schmeißen. Du sollst das lassen, Dicky. Das artet doch schon wieder nur aus. Du musst doch da oben. Ja, dann tu das doch mal richtig. Ah, hier oben komme ich durch. Okay, was kann ich hier Tolles machen? Ach, schön. So, dann fahr das Ding mal da runter. So. Jetzt komme ich hier runter. Hallo. Ah. Danke, der Skorpion. Was? Weißt du, von allen Möglichkeiten fängst du schon wieder an mit der Scheiße hier. Oh, wir müssen beeilen. Oh, nee, ey. Oh, du machst schon wieder nur Scheiße. Bleib du mal bitte klein. Du sollst klein bleiben, Mensch. So, jetzt fahr. Du musst dich hochwerfen, glaube ich. Ich wollte denn das hinbekommen? Du musst dann zu mir kommen, dann muss ich dich fix hochwerfen, ne? Ja, da musst du mich fix hochwerfen. In der Tat. Los! Okay, ich bin dummerweise zu spät abgesprungen. Oh Gott, das artet. Ich glaube nicht mal, dass wir. Warum? Da ist doch nichts! Ich glaube noch nicht mal, dass wir das pünktlich schaffen werden. Okay. Ach, schön. Komm zu dir. Los, werf. Hör auf, hin und her zu laufen. Ich stand doch. Jetzt lass mich doch mal kurz üben, dich hier hochzuheben. Ich kann dich hier dahinter übrigens nicht hochheben, ja? Dann bin ich ja hier schon gesprungen. Aber ich glaube, das reicht nicht. Ich werde auch sagen, dass das zu knapp ist. Wir brauchen, glaube ich, einen neuen Würfel. Nee, der Würfel ist super. Willst du den Würfel doch nur wieder kaputt machen? keine Ahnung, wie ich dich da hochkriegen soll. Kannst du, fahr mal in die Mitte. Ach so, ja, alles klar. Dann, it's up to you. Hörst du das? Ja. Okay, in die Mitte. Und wieder nach rechts. Boah, wir haben nicht viel Zeit, ne? Das sagst du mir. Ey, nein, Scheiße, du weißt doch, dass es passiert. Ja, ich hab doch schon nach rechts gedrückt. Ich mach das sicherlich nicht absichtlich. Warte also nochmal. Ich stell mich ja schon auf der rechten Seite des. Wenn du natürlich losfährst, bevor ich auf der Plattform gelandet bin, wird das nichts. Nein! Okay, das war knapp.
Du! Wuhu! Ey, du willst doch nur wieder meine... Du bist doch ein Arschloch. Du willst doch nur wieder meine Punkte einsagen. Wie komme ich jetzt nach da drüben? Ja, wie wär's, wenn du dich draufstellst? Und dann, wie willst du mich nach drüben fahren? Also, ich könnte dich unter Umständen ja... Ja? Hier am Rand hochheben. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Aber man kommt doch hier rechts hoch. Pass mal auf, geh mal runter vom Würfel. Ah, ich hab... Ja. So. Mach mal den Würfel runter. Genau, dass ich jetzt rüberkomme. Hä? So, und dich hier hochheben. Oh. Kann ich dich hier hochheben? Geht das? Kommst du nah genug ran? Nee, schade. Nö. Nee. Aber was ist denn hier weiter rechts? Weiß ich nicht. Hm. Was hat doppelte Klausur? Bin ich auch am überlegen. Wie machen wir das denn? Stell ich mal drauf. Lass mal den Würfel runter. Ja? Kommst du da rüber und ich muss dich irgendwie auffangen? Nee. Kann aber immer noch. Das sieht doch gut aus. Na, guck mal. Aua! Okay, musst du groß werden dazu? Peinlich, ja. Ah, oh, sehr schön. Möchtest du mich hochschmeißen? Guck mal, das haben wir doch schon. Oh, okay, ich glaube, du musst mich groß machen. Warte. Oh. Das war das Falsche. Machst du mich groß? Probier auch du mal groß. Dann. Okay, warte mal. Ich mach mich mal selber groß. Ich hab eigentlich die Idee, ne? Warte mal. Was ist denn hier? Achso, ja. Und noch gut. Ich mach mich dann groß, alles klar, hm? Ja, soll ich dich jetzt hochheben oder nicht? Okay, haben wir. Haben wir. Wo sind deine Punkte? Ich habe keine Ahnung, wo meine Punkte sind. Okay, wir müssen irgendwie hier rauf, ne? Wie kommen wir denn? Ach so. Wir müssen nicht nur raus, wir müssen auch erstmal nach oben. Ah, Alter, da macht er mich dick, weißt du? In dem Moment, wo du mal klein und schnell sein musst. Das ist scheiße. Autsch. So. Jo, danke, Dave Scorpion. Du könntest dich am besten zurücklehnen, hol dir Popcorn. Es könnte... etwas haarig werden heute Abend. Wir müssen das gleichzeitig schaffen. Oh Gott, das geht doch nicht. Ich bin dick und fett und wie soll ich denn hier jemals hier sinnvoll raufkommen? Ach du Scheiße. Ich meine, ja, okay, ich krieg's mit der Zeit hin. Ich bin aber nicht so Movement-Krüppel wie du, daher sollte das für mich leichter sein. Ich bin hinter dir hergehüpft. Gleichzeitig. Ja, genau. Wer ist hier der Movement-Krüppel? Movement? Das hat nichts mit Movement zu tun. Ich könnte sterben. Du bist ja außerdem auch klein, du hast ja auch noch den Vorteil, Arschnabel. Boah, da war ich mich halt dick. Das war super im Sprung. Das fängt schon wieder gut an. Okay, willst du rechts oder links? Ich bin rechts. Du willst rechts. Okay, dann nehmen wir jetzt hier gleich. Schnell, schnell, schnell. Nein, beleb mich wieder. Ich glaube, das reicht schon. Zu viel Ecken, zu viel Kanten. Einfach alles. Bah. Okay, hast gewonnen. Hoch. Ah! Hoch. So, ja, okay. Hoch wäre von Vorteil. So, komme ich hier oben irgendwie hinter? Okay, was ist denn hier Tolles? Ah, da kommt. Ach, du kriegst mich hoch. Okay, ich fange dich dann auf. Oder wir müssen die Größen wechseln. Nee. Okay, pass mal auf. Kann ich denn hier erstmal schieben? Alleine ist, glaube ich, nicht möglich, ne? Nee, ich muss, glaube ich, erst zu dir hoch. Hm. Das ist doch strange. Das reicht echt nicht? Lass mich mal nach oben. Ja, bitte.
Du willst doch nach oben, Mensch. Halt doch mal still. Nee. Du selber gehüpft? Ich bin nicht selber gehüpft. Okay, wir scheitern wieder an den einfachsten Rätseln. Ja. Ich glaube, ich muss... Ich hätte jetzt... Gab es nicht irgendwie... Ich glaube, das Rätsel... Geht das anders? Ja, das Rätsel geht anders. Pass auf. Du tust von oben... Nee, runterspringen tut ja auch nichts. Mal überlegen, ob wir von oben einer unten hier auf die Plattform muss, aber das ist ja kein Trampolin. Nee. Oh, das war knapp. Doch, das ist ein Trampolin. Ja, ist das ist sicher? Muss mich schon richtig hochwerfen. Hüpf drauf. Das ist ein Trampolin. Okay, 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 okay. Ja, wir haben's. Schmeiß mich mal gegen das Glas. Okay, schmeiß ich dich gegen's Glas. Ja, warte. Warte, ich muss erst mal ganz kurz. Sehr schön. Ach, die richtigen Tasten drücken. Ja, das war Secret 1. So, und jetzt müssen wir beide rüber und schubsen. Drücken, Dicky. Drücken, nicht ziehen. Ich drück doch schon D für drücken. Da ist D für drücken. Und nu? Können wir gleichzeitig hüpfen? Oh, oh, oh. Oh Gott, schmeiß sie hoch, schmeiß sie hoch, schmeiß sie hoch! Ich habe kein gutes Gefühl bei der Druckpresse. Ah! Ah! Warum? Warum tust du das? Warum springst du denn schon runter? Weil ich nach rechts wollte. Da war Land, da war Sicherheit. Herr Fox, könnten Sie vielleicht warten, bis wir so weit dran sind, dass wir es beide schaffen? Das hätten wir auch beide geschafft. Nein! Du solltest mich auffangen. Danke. Hilf mich! Ja, dann halt aber still, kleines Kind. So. Kleines dickes Kind, du. Okay, was haben wir hier Tolles? Wir haben hier ein Ei. Ich will das Ei haben. Ich will das Ei haben, Mensch. Ich glaube, wir haben das Ding in die falsche Richtung geschubst. Kann das sein? Nee, wir müssen hier unten. Also. Geh mal hier um rechts. Oh, hier irgendwie rauf? Nee. Kommst du mal her? Geht das? Jetzt nicht mehr. Oh, ja, warte. Dann kommen wir nicht mehr zurück. Jetzt ist der Rückweg versperrt. Was macht der Hebel? Ja, aber der Rückweg ist jetzt versperrt, du Spacko. Aber das ist doch scheißegal. Was willst du denn da hinten noch? Du meinst wegen dem Ei? Da wären wir doch, glaube ich, sowieso nicht hingekommen. Ja, klar. Quatsch nicht, da war so ein Ding. Oh, guck mal da oben, ne? Ich glaube, kann ich den Würfel hochheben? Warte. Nein! Ah, schön, das fängt schon wieder an. Geh mal auf die Plattform, bitte. Ja, bin ich. In Ernst. Ja, und jetzt? Okay, das ändert nichts. Okay, bring mich mal nach oben. Nimm doch mal den Würfel mit. Vorsicht, Würfel. Ich werfe ihn hoch. Ne? Ach so. Nein, schwick mich da auch mal ganz normal nach oben. Einmal. Ordentlich nach oben. Ich hab einen Würfel in der Hand. Du weißt schon, dass er mir auf den Kopf fällt, ne?
Wir müssen einmal bitte mich ganz normal nach oben schießen, wie ich es gerade bei mir auch gemacht habe. Würde ich gerne. Du musst den aber erstmal wegziehen. So. Besser. Mach mal das mit dem Würfel. Schmeiß mal den Würfel hoch. Denk dran, wenn ich klein werde, geht es nicht mehr. Dann tue ich sterben. Das hat also alles keinen Sinn. Doch, wenn du checkst es halt wieder nicht. Du bist halt einfach wie immer kein PvE-Killer. Ne, Alter, willst du mich verarschen? Stell dich auf das Ding. Das tue ich die ganze Zeit. Auf das Teil. So. Ich muss die ganze Zeit mit dem Würfel... das Ding, was hochfährt. Ja, stehe ich. So, jetzt müsste nur noch, bin ich der Meinung, einer das ranziehen. Wenn das zeitlich geschissen... Rein. Es könnte funktionieren. Aber wir müssen ja auch noch da rein. Ja, natürlich. Aber das checkst du als PvEler ja nicht. Ja, wie willst du denn da oben rein? Das überlege ich ja gerade noch. Ich bin überlegen, ob wir mit dem Würfel die Dinger da oben kaputt machen können. Darum, gib mir mal den Würfel. Oh. 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 Held. So. Gott. Okay. So. Noch nicht draufdrücken. Danke. Siehste? Ich sag ja. Aber ist nicht schlimm, das weiß ja kein PvEler. Das wissen ja nur die anderen wieder. Aber ist ja nicht schlimm. Könntest du es jetzt bitte sagen, dass ich recht hatte? Ja, hast du, aber du wolltest es mir ja nicht erklären. Ich wollte es dir nicht erklären, du wolltest ja nicht mal zuhören. Weil du nicht mal meine Variante ausprobieren wolltest. So, stell dich da mal bitte drauf. Und jetzt stell ich auf meinen Würfel. Geil, ne? Geil. Dass der Dicke so viele Ideen hat. Okay. Ja, muss gleichzeitig noch das hier drücken. Auch noch. Ich hätte ja eine andere Idee. Die wäre? Hüpf mal ein bisschen auf dem Teil rum. Wie hast du, hab ich jetzt... Okay. Alles klar, ich muss nur... Kannst du den Würfel bitte für mich hochwerfen und dann Ja, dann geh mal bitte weg. Nein, du wirfst ihn gerade nach oben und gehst dann weg. Hab ich. Okay. Gerade nach oben! Der ist doch eben gerade nach oben gelandet! Bist du denn bescheuert? Du hast gesagt gerade nach oben! Ja, wirf ihn gerade nach oben und geh weg! Ich war zu früh. Bitte nochmal. Was bringt das dann? Mach doch bald einfach mal. Wenn ich rechtzeitig Leertaste drücke, fliege ich sehr weit nach oben. Wenn du aber vorher noch hüpfst. Ist es doch egal, dann kann ich doch das genauso machen. Hüpf doch bitte einem. Es ist halt echt schade, dass man bei dir nie ausprobieren darf, ne? Doch! Ich. Okay. Du hast das letzte Mal immer wieder folgenden Move. Oh, ich bring dich um! Hör mir zu. Das letzte Mal, immer wenn wir rumexperimentieren wollten, bist du einfach weitergegangen. Und jetzt beschwerst dich, dass du nicht rumexperimentieren kannst. Willst du mich verarschen? Doch. Okay. Du machst jetzt bitte für mich mal folgenden Move. Ja, bitte. Geh da weg, damit ich dir den vorführen kann. Diesen Move machst du bitte für mich. Das im Bereich des Möglichen? Die ganze Zeit. So, jetzt soll ich einfach springen und nachdem ich gelandet bin, den Würfel hochwerfen, richtig? Damit du nachdem du gelandet bist. In Ernst? Du hast gesagt, nicht nachdem du gelandet bist. Folgenden Move sollst du bitte machen. Ja. Nur das, mehr nicht. Ja. Gut. Ich sehe nicht, wann du springst. Wie soll ich dann eine zeitliche Folge drauf abstimmen? Bist du behindert? Du hast dich eben beschwert. Ich sage dir ein ganz... Guck mal, du sollst Folgendes machen. Den Würfel nehmen, nach oben werfen und weglaufen. Während ich auf der Plattform stehe. Was ist an diesem Move so schwer? Weil das Weglaufen keinen Sinn ergibt. Also kann ich gleich stehen bleiben. Wenn du es mich ausprobieren lassen würdest, könntest du mir ausprobieren, ob es einen Sinn ergibt, oder? Gut, machen wir. Danke. So, ich werde jetzt den Würfel nehmen.
Ich war zu früh, bitte nochmal. Wieder zu früh, nochmal bitte. Ich muss das kurz üben. Ich bin immer zu früh. Das ist nichts Neues. Guck mal, wie hoch ich komme. Ja. Hast du es gesehen? Das kommst du auch ohne den Würfel. Das komme ich nur, wenn ich Leertaste drücke. Ja, aber das kommst du auch ohne Würfel. Gut, dann müsstest du das irgendwie... Okay, es geht nicht. Das wollte ich ausprobieren. So, okay, jetzt können wir deine Variante probieren. Ich habe das, was ich ausprobieren wollte, ausprobiert. Was ist deine Variante? Ich will mir überlegen, ob es nicht sinnvoller ist, dass du dich mit hochschleudern lässt und dann der Würfel mit abgeschmissen wird. Oder? Denk dran, es muss einer hier drauf stehen bleiben. Ansonsten geht da oben, das wird jetzt blau. Wir kommen nicht durch. Nur wenn einer hier steht, funktioniert das. Ist doch kein Problem. Hol doch mal bitte den Würfel ran und leg ihn da drauf. Achso, warte mal, was noch? Ich habe gerade nicht den Chat gelesen. Was? Nimm den Würfel und leg ihn bitte auf die Fläche. So, und jetzt komm mal her. Okay. Mein Plan ist eher, dass ich dich hochhebe. Ja, ich hab's verstanden. Ich muss aber auch wissen. Du musst mich halt werfen, wenn du oben bist. Genau. Rechts werfen. Das heißt, wir nehmen den Würfel, legen ihn hier drauf. Nee, mach mal jetzt. Weil das ist zu wenig. Das heißt, ich muss in der Luft sein. Das heißt, mein Plan ist, ich nehme den Würfel. Du nimmst den Würfel als kleiner, schubst ihn runter. Wir werden nach oben katapultiert. In der Zeit habe ich dich hochgenommen und ich mach das hier. Was hältst du davon? Wir lassen uns ausprobieren. Ja. Okay, sorry, ich muss auch erstmal das Teil. Alles kein Problem. Aber das halte ich halt für die sinnvollste Lösung. Geh mal da weg. Ich mach dich sonst echt platt mit diesem Würfel. Das wäre nicht das erste Mal. Das wäre nicht das erste. Ihr seid ja immer noch. Ja, wir kämpfen immer noch mit den Begebenheiten. So. 3, 2, 1. Geh durch. So. Ich muss sagen, ich habe 67 Punkte, du bist echt ein Noob. Mir genügt es, dass ich recht hatte. Mir genügt es, dass ich recht hatte. Zweimal. Ich habe auch nichts dagegen gesagt, dass du recht hattest. Das fängt schon wieder an. Ich wollte ja nur was ausprobieren. Alles legitim. Nur es gab für mich keinen Sinn, warum ich davon weggehen sollte. Weil das hat nichts dran geändert. So, weiter geht's. So heiß wie was? Ein Vulkan. Eine Vulva. Oh, die sind heiß? Nee, eigentlich nicht. Okay. Jetzt lautet die Frage: Wohin will ich den Würfel knallen? Wie bin ich denn gerade eben so hochgesprungen? Okay, hier komme ich nicht runter. Die Frage von ihm war, wohin will er den Würfel knallen? Müssen wir das Ding hier runter? Gib dir mal ein Stück. Ich hab's, genau. Jetzt dort ungefähr hin. Und jetzt bring ihn mal nach unten. Kann ich nicht, du musst mit drauf. Ich hab nicht genug Gewicht alleine. Muss nur oft genug hüpfen. Es nützt halt nichts, weil ich muss jetzt ja... Hüpfen wir oft genug? Ich glaube, wir brauchen beide das Gewicht hier. Ja, wieder im Wechsel, glaube ich. Okay, einer drückt Q und einer nicht. Wer drückt Q? Ich hab das dann. Lass doch einfach mal versuchen, beide gleichzeitig. So, du bist gleichzeitig. Naja, den höchsten Effekt an Gewicht erzielen wir ja, indem wir beide mit unserem Gewicht gleichzeitig auf einer Fläche kommen. Ich würde eher sagen, dass wir abwechseln. Das tun wir die ganze Zeit. Nee, nicht so abwechseln, dass wir... Das kannst du nie timen. Kann einer hier durch? Warte mal. Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht müssen wir auch einfach mittig.
So. Doch, es war genau das, was ich gesagt habe. Jetzt haben wir leider den Würfel falsch geschoben. Warum haben wir den falsch geschoben? Wir haben den genau richtig geschoben. Okay, jetzt? Runter mit dir. Ja, ich sehe das. Okay, das ist ein bisschen Laser. Nur ein bisschen Laser. Hier runter. Den bleiben ganz am Anfang. Ja, ich stehe hier ganz am Anfang. Du musst dich beeilen. Ich muss mich beeilen. Sherlock. Du musst mich schon aufheben. Ich liege da noch mal. Guck mal. Ach, ja, gut, wenn du das eh schon verstanden hast. Hol mich doch erstmal. Wir haben ihn doch. Wo bist du? Neben dir. Siehst du das nicht? Dann bist du ganz woanders. Dann bist du im Laserstrahl. Nein. Ich stehe doch hier. Nicht, Dicky, du tötest mich. Jetzt haben wir dich nicht mal gesehen. Jetzt haben wir den Würfel wieder verloren. Wir hatten ihn doch schon. Ich hab dich nicht gesehen. Ich stand neben dir und wir hatten den Würfel. Komm, ich schau mal, was ich hier mache. Sehr schön. Okay. Probier's nochmal. Du, ich muss warten, bis du raus bist. Sorry, das war jetzt mein Fehler. Ja, ist doch kein Problem. Wir können das auch in nett. Wir können das auch in nett. So, probieren wir es nochmal. Okay, ich bin da. Wie komme ich jetzt zu dir? Weiß ich noch nicht. Warte mal. Ja, das sieht doch gut aus. Ich glaube, wir haben's. Sehr schön. Möchtest du mich rüberschmeißen? Und hoch? Ja, komm. Erstmal nach oben. Nee. So. Hast du dich gerade scheinheilig entschuldigt? Ja, hab ich. Es will hoch. Okay, was machst du da? Warte, geh doch. So, und hier haben wir es wieder. Ein Spiel, was auf Vertrauensbasis läuft. Warte, geh doch bei nicht dem der Dickmanns, und er ist sofort runter. Warte bitte ganz kurz. Wobei der Dickmanns mich wieder elendig töten wird. Wenn ich jetzt hier, wenn das Ding ganz oben ist, ja, nach rechts. So laufe. Wenn du klug bist, erwischst du immer zwei. Aber das klappt nicht, ne? Ein Appel. Doch, das klappt. Angst! Oh. Alter! Das war so knapp, ne? Mein Zylinder hatte schon eine Beule. So knapp war das, ey. Ja, ich hab's festgestellt, dass das echt knapp war. Alter. Mein Zylinder hatte schon eine Beule. Aber still! Ich steh die ganze Zeit ruhig! So. Ach du Scheiße. Ich spring immer nicht hinterher. Lass mich mal kurz rüber gehen erstmal, okay? Ja, bitte mach das. Ja, wie immer die üblichen Verdächtigen. Probier's. Nein! Wie einfach noch immer versucht, seine Punkte zu retten, weißt du? Nee, das versuche ich gerade gar nicht. So, jetzt kannst du dich wieder auf das Ding fokussieren. Oh, Dicky. Ich hoffe, wir haben ein Problem. Sehr geehrte Zuschauer, wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Masturbieren. Tschüss. Ciao, bis zur nächsten Folge.